dann unser Youngster. Ein großer Name, den er auf dem Rücken trägt. Und er wird auch ein ganz großer, da sind wir uns ganz sicher. Die 31, Alessandro Riedle. In der 35 unser Jungnationalspieler, der sich hier so toll ins Spiel gesetzt hat im letzten Jahr. Christian Trisch. Und dann haben wir noch einen Stürmer, der gestern ein schönes Kopfballtor erzielt hat. Gegen 14, 5 zu 0. Julian Schiefer, Schiefer! So, Jungs, ja, eine relativ junge Truppe. Beim Dresche muss man fast schon sagen, das ist noch der routinierteste von euch. Alessandro, hierher gekommen als der Youngster im Team. Eine harte Vorbereitung hinter dir, trotzdem auch schon getroffen. Dann gestern in Dresden gewesen, drei Punkte mitgebracht. Ich glaube, für dich läuft es gut, oder? Ja, super bis jetzt und ich freue mich auf den weiteren Verlauf von der Saison. Ganz genau. Und der Papa war auch schon mal da beim Zuschauen. Unten hat er gespielt am Friedrichshafen. Ich glaube, dem gefällt es ganz gut, dass der Sohnemann hier beim VfB beim sehr, sehr guten, beim besten Club untergekommen ist, oder? Ja. So, jetzt komme ich zu einem, der letztes Jahr auch mal kurz noch nach Dubai gechattet ist, Ende der Saison. Weil er ist jetzt Nationalspieler! Christian Trisch! Vor anderthalb Jahren im Trainingslager, da waren wir noch zusammen in Dubai, da hätten wir das beide auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Tolle Geschichte, Dresche, oder? Ja, auf alle Fälle. Es ist ziemlich schnell gegangen. Ich freue mich drüber, aber es muss weitergehen. Ganz genau, du musst nachlegen. Trotzdem hat es, glaube ich, gut getan, dass du mit Kakao und Hitze da auch Mannschaftskameraden mit dabei hattest, oder? Ja, Hitze und Kakao haben mich unterstützt. Mit dem war ich zusammen und haben hinterher gegeben. Ganz genau, und er wird weiterfeiern und er wird uns auch nächstes Jahr, wenn es geht, dann natürlich in Südafrika vertreten. Christian Dresch! Und jetzt kommt... In diesem Fall muss man mal sagen, der Name ist garantiert nicht Programm, weil geschoben wird bei dir gar nichts. Das macht er alles so regulär. Der macht die Tore so, wie er sie bekommt. Gestern mit dem Kopf, dann mal mit seinem linken Hammer. Einer deiner Co-Trainer hat mal gesagt, mit dem Schuss kannst du eine Kuh erlegen. Das war der Alex Zorniger. Das ist der Julian Schieber. Ein Applaus, bitteschön. Juli, ich glaube... Dann als junger Spieler mag es dann noch einmal besonders oder ist besonders wichtig, dass man die Unterstützung der Fans hat. Egal wo du hinkommst, macht Spaß, dein Name, der wird immer gefeiert. Ja, natürlich macht Spaß. Auf jeden Fall, wenn ich es sehe, ich glaube, so eine richtig geile Saison mit euch. Und dann starten wir durch. Wunderbar, wir wollen durchstarten mit euch drei. Alessandro Riedle, Christian Dresch und Julian Schieber.